Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und wir sind hier gerade dabei, aufzustehen während einem Gewitter. Wir haben eben eine SMS bekommen von Olivier, der uns gesagt hat, yo, hi, wir sind hier dabei, dass, hallo? Also hier, er hat gesagt, dass er es schön findet, dass wir jetzt Mizuki daten. Und ja, das finden wir auch sehr, sehr schön. Wie sieht's denn gerade aus mit unserem Leben? Heute ist Sonntag, wir haben nichts zu tun. Wir müssen unsere Hausarbeiten noch machen, damit wir unsere Abschlussprüfung gut bestehen können. Und dann sind wir auch schon durch mit unserem nächsten Semester, ne? Das ist hardcore. Ist das halt die Frage, ballern wir dann durch oder nicht? Das ist ein bisschen kritisch. Oh, stimmt, wir haben eine Rose bekommen. Oh. Ich wünschte, man könnte sich einfach jetzt eine Vase kaufen und die da reinsetzen. Das wäre so süß. Ich würde es direkt machen. wir könnten uns jetzt endlich mal ein Herd kaufen, würde ich jetzt behaupten. Weil wir haben 1999 Simoleons. Und das ist eigentlich okay. Also es sollte genug sein, um sich ein Herd kaufen zu können. Zumindest so einer. Ja, wir nehmen so einen. Hallo? So, das kommt weg. Und dann so. Und dann machen wir das so. Hübsch. Hübsch, hübsch. Also es wird auf jeden Fall, ne? Also es sieht schon mehr nach einer vernünftigen Wohnung aus als vorher. Und ja, es wird langsam. Es ist ein bisschen schleppend alles, aber was soll man tun? So, und dann mach für beide Sachen einmal deine Hausarbeiten. Und dann geht's los. Warum auch immer sie das auf ihrem Bett machen muss, aber ja. Nein, wir gehen nicht zum Flohmarkt. Also grundsätzlich wäre es natürlich intelligent, weil wir dann halt uns Sachen kaufen könnten. Aber ja, nee. Ich möchte jetzt erstmal nach Hausarbeiten machen, dass wir die auf jeden Fall fertig haben. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht dann noch das machen können. Also ob wir dann noch Zeit haben, um da hinzugehen. Ich weiß ja nicht, wie lange der offen hat. Aber ja, wir gucken einfach mal. Denn, ja. Ich wollte auch eigentlich erst mit Facecam aufnehmen heute. Aber ich sah dann doch ein bisschen mehr aus wie Trash und dachte mir so, okay, nee. Das lasse ich dann doch lieber. Ich werde jetzt auch hiernach dann das Haus für die 100-Baby-Challenge bauen. Und ich freue mich so sehr. Also, einerseits möchte ich auch lieber Animal Crossing spielen. Aber das mache ich dann danach. Also ich baue jetzt erstmal das Haus dann, weil ich denke mir so, das ist jetzt erstmal in Anführungszeichen wichtiger. Ja, deswegen machen wir das so. Ja, so. Und sie macht jetzt mal schnell das hier fertig. Und dann, vielleicht haben wir, wie gesagt, noch Zeit, um halt hier hinzugehen. Wie lange hat das denn offen? Steht das hier irgendwo? Bis 18 Uhr? Ja, easy. Also bis dahin werden wir wohl Zeit finden. Dann können wir auch mit Olivier da hingehen, so wie er es wollte. Weil den haben wir jetzt auch schon länger nicht gesehen. Ne? Also wir sind... Ich möchte ja trotzdem mit ihm noch hier wirklich Best Friends sein, also offiziell. Deswegen, ja, kriegen wir schon hin. Und wir wissen einfach nur, dass sie nicht kokett ist. Wir wissen noch gar nichts sonst von ihr. Das müssen wir auch noch herausfinden in unserem Leben. Aber das schaffen wir schon noch. Ich bin auf jeden Fall bereit dafür. So. Abgeschlossen. Schön. Und dann gehen wir dahin. In dieser Nacht findet ein Festival statt. Wir sind... Ach, das ist direkt bei uns. Oh, lol. Moment. Da. Oh, cool. Was gönnen wir uns denn? Können wir uns irgendwas gönnen? Ich finde das hier halt immer cool. Aber dafür würde ich jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben. Also ich finde, das würde halt ganz gut passen. Kostet aber 244 trotzdem, ne? Das würde halt zu unseren gelben Stühlen passen. Deswegen dachte ich so, vielleicht ist das ganz cool. Und sonst, was haben wir hier noch so? Davon würde ich jetzt nichts wollen. Ja, ich glaube, ich gönne mir die einfach mal. Weil, wieso eigentlich nicht? So, und das hier werfen wir weg. Wer bist du? Verkäufer. Der kommt einfach zu uns hier rein. Unser Haus. Normal. Kann man machen. Sollte man jetzt nicht unbedingt tun. Aber, ja. So. Tada. Und sie will direkt reinlaufen, weil... ja. Gut, dann platzieren wir die einfach mal. Aber ich meine, wenn wir uns die jetzt schon gegönnt haben... Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben.
Oh mein Gott. Ich wurde. Oh mein Gott. Warum sagt mir das keiner? Ich besitze mein ganzes Zeug noch. Das komplette Zeug. Ich raste gleich aus, ne? Oh mein Gott. Das ist sogar genau der. Oh mein Gott. So, das behalten wir. Das behalten wir. Das Klo kann weg. Klopapier behalte ich. Dusche kann weg. Das kann weg. Das können wir behalten. Das kommt weg. Die können wir behalten. Wandabzugshaube. Nee, die finde ich nicht schön. Die kommt weg. Das kommt weg. Das kann auch erstmal weg. Der kann weg. Die kann weg. Den können wir behalten. Das kann weg. Den können wir behalten. Okay, warte, nee. Ich glaube, ich würde den lieber behalten wollen. Den finde ich schöner. Und ja, ich würde sagen, das kommt weg. Und dann machen wir die lieber weg, weil ich würde dann, glaube ich, lieber die Dings behalten. So, dann platzieren wir die mal eben. Oh mein Gott, ist das jetzt scheiße. So. Und dann kommt der Mülleimer wieder in die Ecke da. Och Mann, ey. Das ist gerade richtig dumm. Hä? Okay, ich hinterfrage gar nichts. Okay. Hä? So, dann möchte ich da noch eine Abzugshaube hinpacken. So. Nein, das Sofa kommt jetzt dann auch raus. Also, wenn schon, denn schon, ne? So, es sieht ja ein bisschen zusammengewürfelt aus, aber es ergibt tatsächlich relativ viel Sinn sogar, dass das so ist. Warte, dann schiebe ich das alles ein bisschen rüber. Und dann können wir den da drauf. Oh, den kann man sogar wirklich da drauf platzieren. I love it. Oh, es fliegt ein bisschen, glaube ich. Aber egal. Ist egal. Passt so. So eine Kommode nimmt man, ne? So, und dann ein Waschbecken. Noch ein Esstisch, der kann auch weg. Warum auch? Das ist leer. Okay, alles klar, Brudi. So, dann kommt die dahin. Die brauche ich dann auch nicht. Es ist so bescheuert gerade, ne? Können wir darüber reden? Also, ich wusste nicht, dass ich die Sachen behalte. Also, woher auch? Das ist jetzt ein bisschen dumm. Aber, ja. Ich versuche es jetzt einfach zu akzeptieren, dass das jetzt so ist. Entschuldigung. So. Wir haben jetzt sogar relativ viel Geld, so jetzt noch über, ne? Können wir diesen Dings umfärben? Weil das stresst mich ein bisschen. Den können wir auch weiß machen, so dann passt das noch ein bisschen besser hier rein. Und dann können wir das hier vielleicht hier so hinstellen. Das passt dann noch so ein bisschen besser. Oh mein Gott, dann können wir das hier auch umfärben. Ja. Das oder das? Ich glaube, ich will das haben. Oh mein Gott. Wer hätte denn sowas ahnen können? Oh mein Gott. Ich will jetzt eine Abzugshaube kaufen. Das ist jetzt wichtig in meinem Leben. Ich platziere immer dieselbe, aber es ist egal. Und dann kann ich noch so einen nehmen. Aber in so. Weil das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. So, dann geht das da so rein. So. Tada! Es nervt mich jetzt voll, dass ich. Oh mein Gott. Der kann ja nicht weg. Das finde ich ein bisschen too much. Dann können wir den auch wegmachen und einen richtigen Kühlschrank kaufen. Ganz ehrlich. Also, wenn wir hier schon so dabei sind, ne? Dann, ja. Wollen wir die Farben auch ändern? Ja, ne? Also. Ach, Manno.
Nee, ich will mit schwarzer Dings. Sieht ein bisschen mehr kontrastreicher aus im Leben. Oh Mann, ey. Das stresst mich jetzt richtig. Und dann kann ich ja auch ein Doppelbett kaufen. Ich meine, let's go. So, was haben wir denn so Schönes? Wir können ja sogar was Richtiges gönnen, einfach mal hier, ne? So. Und dann vielleicht ein Nachttischchen. Mit Lampen drauf. Wie wär's? Was gönnt man sich denn da? Ich finde die halt süß. Wir können mit rosa nehmen. Dann ist das nicht komplett raus aus ihrem Dings. Also, weil die hatte ja davor auch ein rosa Dings da drauf. Hier, wie heißt denn das? Ich hab schon wieder vergessen. Auf ihrem Bett hatte sie rosa. Ja, ja. Betten ist schwer zu finden im Leben, ja. Dann können wir da hier so ein rosa Lämpchen hinpacken. Und aus Anne kommt ein Pflänzchen. So, schön. Ich schreie einfach. Oh Mann, hätte ich das früher gewusst, ne? Dass wir eigentlich gar keine Probleme haben müssen im Leben. Aber naja. Ja. Jetzt kann sie auch ihre Freundin einladen, Alter. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Wo ist sie? Ist sie schon oben? Sie ist hier. Okay. Kreativitätsfeier. Nee. Wir sind nicht so kreativ heute. Oh Mann, ey. Jetzt bestand die Folge nur aus Bauen irgendwie, aber naja. Hör auf, mit dem Fahrrad hier reinzufahren. Was ist dein Problem? Wir laden einfach mal Olivier ein. Das finde ich ist sinnvoll. Ich dachte gerade, sie packt ihr Fahrrad nicht ein. Das wäre ein bisschen dumm gewesen, weil... Nö. Ja, der Fernseher schwebt ein bisschen. Aber das ist doch okay, oder? Es ist okay. Warte. Olivier müsste hier doch gleich ankommen, oder? Das hier, können wir das nicht wegmachen? Kann ich das nicht aufräumen? Das nervt mich ein bisschen, dass das da steht. Wird gleich da sein. Okay, ich warte. Passiv-aggressive Nachricht hinterlassen. Mut auf jeden Fall. Ich glaube, er hat doch nicht so Bock zu kommen. Oder er steht hier irgendwo draußen. I don't know. Da ist er. Hä? Ist das nicht voll dumm? Oh, why is he there? Hier ist so viel Musik, ich bin ein bisschen verwirrt in meinem Leben. Kann ich nicht einfach ihn her... Nein. Ich möchte ihn einfach irgendwie herbitten oder so. Warum geht das nicht? Sonst könnte man Sims auch immer herbeirufen. Warum geht das nicht mehr? Hilfe! Über Regen beschweren. Los geht's. Und dann binden... Also sind wir einfach eine Gruppe hier zur Runde hinzufügen. Und dann gehen wir rein. Das sehe ich gar nicht ein. Zusammen hier hingehen. Rennen. So. Und jetzt könnt ihr miteinander reden. Ja, beste Freunde werden. Let's go. Oh, ist das süß. Jo, ihr Schnuckis. So, okay. Schön. Ja, I love it. Und dann essen wir. Warum spielt ihr alle Spiele auf Steam? Es wird immer alles angezeigt. Was macht die mit mir, ey? Aber naja, ihr wollt euch nur Fame fühlen wahrscheinlich. Ja, ja. Ich kenne euch doch. So, sie sind jetzt Best Friends. Das finde ich schön. We love the Best Friends.
Ja. So, sie macht Nom Nom und dann, keine Ahnung, Tag verschönern. Und dann über Gewitter sprechen. Jojo. Und dann fragen, ob Wassermann ist. Nein. Bewunderung ausdrücken. Das können wir auf jeden Fall machen, weil. Kann man machen, also unter besten Freunden macht man das, glaube ich, so, oder? Würde ich jetzt so behaupten. Ah. Und ich bin so. Oh mein Gott, ich kann mich drüber hinweg, dass wir einfach eine komplette Einrichtung noch hatten. Es ist so bescheuert einfach. Es ist so bescheuert. Aber ich muss es jetzt akzeptieren. Oh mein Gott, warum laggt das Spiel zwischendurch so? Das nervt mich. Gewitter ist nicht so gut manchmal. Vielleicht wäre es sinnvoll, einen Schreibtisch zu kaufen für den Laptop. Aber egal, erstmal geht das auch so. Naja, also noch nervt es mich nicht so sehr. Vielleicht kann Mizuki ja irgendwann bei uns einziehen oder so. Das wäre eigentlich voll süß. Man weiß ja nicht, wie weit das hier noch geht mit unserem Leben. Das Festival endet in einer Stunde, ist mir egal. Hallo, und dann, ja, seid mal ein bisschen lustig miteinander. Aber warum nicht? Irgendwie, kann sein, dass sie ein bisschen breiter geworden ist. Also jetzt so gar nicht negativ gemeint, aber zumindest ihre Brüste sehen irgendwie größer aus als sonst. I don't know. Also ich meine, ich sag nicht, dass es ihr nicht steht oder so, aber irgendwie sieht sie ein bisschen anders aus. Aber es ist okay. Wir akzeptieren das. We love the Queen. Ja, ja. So, morgen schreiben wir unsere Abschlussprüfung. Ich bin sehr bereit dafür, auf jeden Fall. Also ich meine, sie hat ihre Sachen ja abgeschlossen und so, deswegen wird das schon passen, ne? Vor allem, sie schreibt die ja direkt hintereinander. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Aber naja. Wir kriegen da schon hin. Wir wollen ja nur hier mit der Uni bestehen und dann, ja. Dann kann es ja gar nicht mehr so lange dauern, das Projekt hier, ne? Wenn man hier so sich das so denkt, ne? Ich überlege halt echt, ob ich durchballern soll, aber ich glaube, dann geht das nicht mit dem. Und vor allem haben wir dann viel weniger Zeit wieder für uns selbst und das ist halt vielleicht auch nicht so schön, ne? Ah, Manu. Wir machen einfach 2-2, die letzten Dings. Es wird schon okay sein. Der Fernseher ist schon echt klein, können wir darüber reden? Also so von da hinten so zu gucken, ist glaube ich ein bisschen nervig. Aber hey. So, dann könnt ihr euch nochmal ein bisschen kennenlernen. So, ich glaube, sie weiß sogar jedes Merkmal von ihm, oder? Jo. Karriere unbekannt. Dann wenn du das unbedingt wissen willst, dann kannst du auch überfragen. Sie ist so süß einfach, ne? Ich spüre. Arbeitslos. Sie so, ich bin abgefuckt von dir, ich gehe. Tschüss. So, und dann kann sie einfach mal duschen. Ja. Gehen wir mal duschen. Und dann kann sie ihn ja bitten zu gehen. Und dann kann sie ja heiern. Oh mein Gott, selbst ich möchte. Ich vergesse immer, dass diese Option da ist und denke mir so, oh! So, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, kann sie schlafen? Die Nachbarn sind so laut. Dein Ernst? Diese Nachbarn auch noch. Hallo? Ich möchte heiern. Nachbarn sind schon nervig. Oh mein Gott. Dirk Traumtänzer, also. Auch wenn du ein Promi bist, ich raste aus. Hallo, ich wohne auch hier. Tut mir leid, wenn dein Leben langweilig ist. Hallo? Hallo? Danke. Halt's Maul. Mein Leben ist nicht langweilig. Ich meine, ich habe eine Freundin und einen besten Freund und ich gehe zur Uni. Lol. So langweilig kann das Leben doch dann auch nicht sein. Bruder, wir haben uns gerade gesehen. Ich habe dich gerade weggeschickt. Ich möchte einfach nur mein Leben leben. Man kennt's doch einfach, oder? Lass mich einfach in Ruhe im Leben. Ich finde, das Muster ist schon interessant, oder? Also ich meine, ich würde mir niemals mit jemand anderem eine Decke teilen. Ich habe nur schlechte Erfahrungen damit gemacht, deswegen... Was haben wir denn heute? Rabatttag!
Bro. Oh, mein erster Kuss. So ein Cutie-Patootie ist sie, ne? Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Nächste Folge sind dann wieder Abschlussprüfungen für dieses Semester. Und dann, ja, haben wir noch 2 Semester vor uns und dann ist das Display einfach vorbei. Wahrscheinlich. Und das ist schon krass, wenn man bedenkt, ne? Aber ich habe gesagt, ich ziehe es durch, auch wenn es ja nicht so großen Anklang auf dem Kanal findet, aber wir machen das schon. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.